Hat Elon Musk hinter den Kulissen heimlich Bitcoin gekauft? BlackRocks neuer BTC-Übernahmeplan, Bitcoin in Pensionskassen, eine absolute Achterbahnfahrt bei der New York Community Bank, neue Infos zur US-CBDC, ein Einblick hinter die GBTC-Abflüsse und vieles, vieles mehr. Wie ihr sehen könnt, ein Haufen spannende Themen. Im Kryptomarkt geht es momentan richtig zur Sache und wir gehen wie immer alles kurz und knapp ohne viel Blabla zusammen durch. Bitcoin preistechnisch aktuell bei 67.000 US-Dollar, könnte sich natürlich bis zum Upload etwas verändert haben bei der aktuellen Volatilität, aber wir haben am Mittwoch das Niveau von 63.400 US-Dollar zurückerobert und sind seitdem wieder zurück auf dem Weg in Richtung Allzeithoch, wobei man weiterhin berücksichtigen muss, auch wenn wir theoretisch ein neues All-Time-High erreicht haben, wird das Niveau rund um 69.000 US-Dollar weiterhin als starke Resistenz agieren. Wieso der Kurs aber überhaupt wieder seit dem Crash am Dienstag in Richtung Allzeithoch ansteuert? Naja, trotz der hohen Kurse bekommt die Wall Street einfach nicht genug von Bitcoin, denn wir sehen in den letzten drei Handelstagen weiterhin hunderte Millionen US-Dollar an Nettozuflüssen in die Bitcoin-Spot-ETFs. Und haltet euch fest, in weniger als zwei Monaten, der Zeit, in der die Spot-ETFs mittlerweile handelbar sind, wurde mit über 166.000 Bitcoins mehr Angebot absorbiert, als der Effekt des Halvings in Bezug auf die jährliche Reduzierung des Angebotswachstums. Also der Effekt des Halvings auf das Bitcoin-Netzwerk über ein gesamtes Jahr wurde jetzt schon in den ersten zwei Monaten durch die Bitcoin-Spot-ETFs erreicht und ich würde sogar sagen, dass direkte Spot-Kaufnachfrage noch deutlich wichtiger ist als die Reduzierung der neu hinzukommenden Bitcoins, weil diese von den Minern ja nicht immer direkt verkauft werden. Langfristig super bullish, kurzfristig gibt es aber trotzdem eine Sache, die man momentan hinsichtlich der ETFs berücksichtigen muss und das sind die GBTC-Outflows. Hier sehen wir nämlich in den letzten Tagen wieder einen starken Anstieg und ebenfalls hunderte Millionen US-Dollar, die jedoch abfließen. Höchstwahrscheinlich ist das einfach immer noch Genesis, die am 14. Februar die Erlaubnis bekommen haben, 1,3 Milliarden US-Dollar an GBTC-Anteilen nach und nach zu liquidieren. Es gibt auch Schätzungen, dass Genesis von den über 30 Millionen Anteilen noch über 10 Millionen zum Verkauf übrig hat, basierend auf dem durchschnittlichen täglichen Abfluss von GBTC vom 1. bis zum 13. Februar, überlagert dann mit den überschüssigen täglichen Zuflüssen vom 14. Februar bis heute. Also man sagt einfach, so viel sind vor der Genesis-Liquidierung abgeflossen in einem Zeitraum, wo FTX seinen großen Anteil schon verkauft hatte und schaut dann, wie viel nach dem Start der Liquidierung mehr abgeflossen ist, um eben circa einschätzen zu können, dass erst zwei Drittel der Anteile von Genesis verkauft wurden. Viel wichtiger als die Menge, die noch zum Verkauf übrig ist, ist aber der Effekt, den die Genesis-Verkäufe überhaupt haben und ein ganz wichtiges Detail, was die allermeisten irgendwie nicht berücksichtigen, ist die Schlagzeile vom 28. Februar. Gemini Earn gibt eine grundsätzliche Einigung mit Genesis bekannt, Absicht, die Gläubiger in Form von Sachleistungen, also in kind, zurückzuzahlen. Um genau zu sein, handelt es sich hier um über 1 Milliarde US-Dollar, was bedeutet, dass ein Großteil der 1,3 Milliarden Dollar Genesis-Verkäufe von GBTC direkt wieder in BTC umgewandelt werden, um die Gemini Earn-Kunden in Bitcoin, also in kind, auszubezahlen. Heißt, das ganze Thema Genesis-Verkäufe ist zumindest größtenteils für Bitcoin einfach ein Nullsummenspiel. Okay, genug von den technischen Daten, wir starten mit den News und der Frage, kauft Tesla bzw. Elon Musk wieder Bitcoin? Laut dem letzten Tesla-Quartalsbericht vom 31.12.2024, nein, hier sind es für das gesamte Jahr 2023 unverändert 184 Millionen Dollar gewesen, geschätzt 9.720 BTC. Jetzt kommt aber plötzlich das Analyseunternehmen Arkham daher und meint, sie hätten alle 96 Bitcoin-Adressen von Tesla und auch von SpaceX gefunden, also on-chain gefunden, mit zusammen Bitcoin im Wert von über 1,3 Milliarden US-Dollar. Bei Tesla allein 11.509 BTC, was aber fast 2.000 Coins mehr ist als die geschätzten 9.720 aus dem neuesten Quartalsbericht. Die Frage ist also, hat Arkham die falschen Adressen gefunden? Ist die Schätzung, die wir aus dem Quartalsbericht hatten, komplett falsch oder hat Elon Musk wirklich 2024 in den letzten drei Monaten angefangen, heimlich hinter den Kulissen wieder Bitcoins zu akkumulieren? Spätestens am 11. April werden wir es wissen, wenn der Q1 2024 Quartalsbericht von Tesla erscheint, aber fast noch interessanter sind die SpaceX Holdings. Hier hat Elon Musk zwar schon mal gesagt, dass er mit SpaceX Bitcoins gekauft hat, aber man wusste nie wirklich, wie viele. Wir sprechen hier von einem privaten Unternehmen im Gegensatz zu Tesla, aber nun zeigt uns eben Arkham, dass angeblich auch über eine halbe Milliarde Dollar
$1 von SpaceX in Bitcoin stecken bzw. 8.285 Bitcoins. Hinter den Kulissen eigentlich ohne, dass die Öffentlichkeit davon Bescheid wissen sollte. Dann sehen wir mal wieder unser Lieblingsgesicht Gary Gensler live im Fernsehen über den jüngsten Bitcoin-Anstieg. This is a highly speculative asset class. One could just look at the volatility of Bitcoin in the last few days and you really should be conscious as the investing public that this is a bit of a roller coaster ride on these volatile assets. And then the question is how firm is the foundation? Bitcoin sei immer noch ein hochspekulatives Asset und wie eine Achterbahnfahrt, wo es zwar mit den Kursen immer mal wieder stark nach oben geht, aber dann auch wieder stark nach unten, weshalb man vorsichtig sein sollte. Okay, schön und gut, aber dann wäre meine einzige Frage, die ich an Gary Gensler habe, was ist dann aber bitte mit US-Regionalbanken, wo die New Yorker Community Bank mit über 100 Milliarden US-Dollar an Assets weitere 42% einstürzte, dann einen Handelsstopp bekommt und dann jetzt doch wieder gestartet wird, nachdem eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar angekündigt wurde, wo der Kurs plötzlich um 20% steigt. Oder vielleicht noch besser, was ist dann der US-Dollar oder generell Fiat, ein Wasserfall, der nur runtergeht, eine Achterbahnfahrt ohne Anstiege, also ich bleib lieber bei Bitcoin. So, bevor es jetzt damit weitergeht, wieso das, was wir aktuell beim Bitcoin sehen, gerade erst der Anfang ist, falls ihr immer noch nach einer soliden Börse sucht, um in den Kryptomarkt einzusteigen, es gibt momentan eine Sonderaktion, wo ihr bei der EU-regulierten Kryptobörse Bitvavo über meinen Link einen 20 Euro Startbonus und 10.000 Euro freies Handelsvolumen bekommt. Bitvavo hat über 200 verschiedene Coins zur Auswahl, ein super einfaches und intuitives Design, niedrige Handelsgebühren, Staking, SEPA-Überweisungen, eine 100.000 Euro Kontogarantie und vieles mehr. Falls das interessant klingt und ihr genauso wie ich auch eure Kryptos bei Bitvavo kaufen und verkaufen wollt, über den ersten Link findet ihr alle Bonis, aber auch alle weiteren Infos. Checkt es also gerne mal ab und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt aber zurück zum Video. BlackRock beantragt den Kauf von Bitcoin-ETFs für ihren Global Allocation Fund. Ja, BlackRock bittet nun die SEC um Genehmigung, dass sie Bitcoin-Spot-ETF-Anteile für ihren internen Global Allocation Fund kaufen können. Genauso wie bei Fidelity in Kanada ist das kein kryptospezifischer oder Bitcoin-Fonds oder irgendwie so etwas, sondern ein allgemeiner Fonds, in den BlackRock jetzt Bitcoin hinzufügen möchte. Sehr, sehr bullisch, vor allem wenn das jetzt auch in den USA anfängt, denn damit werden einfach so viel, viel mehr Investoren plötzlich eine Allokation in Bitcoin haben, allein dadurch, dass sie eben in diese allgemeinen Fonds investieren. Und glaubt mir, wenn BlackRock und Fidelity das jetzt anfangen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis andere Wall Street Firmen auch anfangen werden, Bitcoin in andere interne Investmentfonds von ihnen zu integrieren, was eben durch den Bitcoin Spot ETF super leicht möglich ist. Des Weiteren passend dazu eine Hammer News: Arizona erwägt Bitcoin ETFs für Rentenfonds. Es geht hier um einen Vorschlag für eine Bitcoin Rentenlösung, die vom Senat des Bundesstaates Arizona erwägt wird. Also wirklich, sie wurde tatsächlich in der dritten Lesung des Senates schon mit 16 zu 13 Stimmen angenommen und es fehlt nur noch die zweite Prüfung vom Repräsentantenhaus. Das ganze Thema Bitcoin in Pensionskassen ist nicht wirklich neu, wir haben immer mal wieder in den letzten ein, zwei Jahren Kleinigkeiten dazu gehört, aber durch die Bitcoin-Spot-ETFs haben diese Pensionskassen halt jetzt wirklich die Möglichkeit, Bitcoin ohne irgendwie selbst kompliziert irgendwas verwahren zu müssen, in ihre Investmentportfolios mit einzubeziehen und mit dem Vorbild, dass so gefühlt die ganze Wall Street aktuell in Bitcoin investiert, überlegen sich die Pensionsfonds natürlich zweimal. Hier ein Live-Clip der Rentner in Arizona, als sie von diesem neuen Vorschlag mitbekommen haben. Nein, Spaß beiseite, aber damit ihr einfach mal ein Gefühl bekommt, das weltweite Pensionsvermögen beläuft sich auf unfassbare 55,7 Billionen US-Dollar, also 55.700 Milliarden US-Dollar und es würde schon reichen, wenn ein paar wenige große mit mini-kleinen Prozentanteilen einsteigen, um für Bitcoin im Verhältnis eine große Menge Kapital auszumachen. Dann quasi als Weiterführung zum letzten Video zwei neue weitere Anzeichen dafür, dass Retail, der Einzelhandelmarkt, so langsam wieder in den Kryptomarkt einsteigt. Erstens generell einfach das Spot-Handelsvolumen an Börsen, wo wir Anfang Januar noch ca. 7 Milliarden hatten, Ende Januar ca. 12, Ende Februar über 30 und vor wenigen Tagen über 50 Milliarden US-Dollar. Und zweitens, wenn wir mal auf Website-Traffic-Daten schauen, dann erkennen wir, dass im Vergleich zu den Zahlen zwischen August und Oktober 2023 45% mehr Leute auf Börsenwebseiten sind und 66% mehr auf CoinMarketCap und CoinMarketCap.
CoinGecko. Bei beidem noch Luft nach oben, wenn man es im Vergleich zu den Hochs von Sommer 2022 sieht, aber trotzdem eine interessante Entwicklung. Des Weiteren ganz kurz zu Ethereum, zum ersten Mal seit Dezember 2021 bei 3.800 US-Dollar, tatsächlich aktuell sogar schon bei 3.900 Dollar. Und das liegt natürlich einerseits am kommenden Denkun-Upgrade, auch an den kommenden potenziellen Ether-Spot-ETFs. Aber was auch sehr interessant ist, ist, dass das DEX-Volumen stark gestiegen ist, also das Volumen bei auf Ethereum basierenden dezentralen Exchanges. Und nicht nur ist das allein schon sehr bullisch, als Nebeneffekt dieser erhöhten DeFi-Aktivität ist das Angebot an ETH allein in diesem Jahr seit dem 1. Januar aufgrund seines Burn-Mechanismus um 0,086% zurückgegangen. Und dann haben wir noch ein paar Infos vom US-Notenbankchef Jerome Powell zum ganzen Thema CBDCs während seiner halbjährigen Aussage vor dem Bankenausschuss des Senats und in seinen Worten zumindest, Zitat, die Menschen müssen sich keine Sorgen um eine digitale Zentralbankwährung machen, so etwas wird in naher Zukunft nicht passieren. Und wenn, würde eine CBDC in den USA nicht so gebaut werden, dass die Regierung die Möglichkeit hätte, Menschen auszuspionieren. Was meint ihr, stimmt das, was er sagt, oder versucht er hier einfach die Bevölkerung zu beruhigen, während im Hintergrund trotzdem jetzt noch stark daran gearbeitet wird, mit einer CBDC den Finanzfluss in den USA weiter zu kontrollieren? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls euch die Infos aus diesem Video gefallen haben, lasst gerne noch ein Abo da, das unterstützt diese Videos wirklich sehr. Für noch viel mehr Krypto-Content checkt wie immer gerne Twitter bzw. X ab, hier habe ich heute auch echt einiges gepostet, was es gar nicht ins Video geschafft hat. Vergesst nicht die Bitwarvo-Sonderaktion, euch schon mal ein wunderschönes Wochenende, bis zum nächsten Mal.